Tag. Da oben, das ist übrigens mein Zimmer. Sieht gut aus. So, ja, jetzt ist hier auch erstmal wieder hell und jetzt erkundige ich mal so ein bisschen die Gegend hier. Ja, habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ich war allerdings arschfrüh wieder wach, irgendwie so gegen 4. Aber so ist das halt. So, jetzt laufe ich hier mal ein bisschen rum und dann gucken wir mal, was wir hier entdecken können. Da es heute mein erster Tag ist, werde ich den ein bisschen besonders gestalten. Ich habe nämlich gerade überlegt, ich gönne mir heute mal was. Hey, Doggy! Da könnte eine Möb angelaufen. Ich werde mir heute mal was gönnen. Jetzt glaube ich, mache ich erstmal eine richtig gute Thai-Massage. Ich habe gerade da einen Laden gesehen. Die nehmen für die Stunde 200 Baht. Das ist nichts. Da werde ich mich auf jeden Fall mal hinbegeben und da mal ein bisschen Thai-Massage machen. So sieht's aus. Ich glaube, die machen jetzt erst um 10 Uhr auf. Wir haben erst so 10 vor 10 oder so. Mal gucken. Mal gucken. Ne, die haben noch zu. Die haben noch zu. Guck mal hier. Thai-Massage 200 Baht. Ist nicht viel. Ich müsste mal gerade gucken, wie viel das ist. €5,92 für eine Stunde Thai-Massage. Kann man mal machen. Definitiv. So, ich weiß, bei der Thai-Massage richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass ich morgen Muskelkater habe. Aber war echt gut. Ich denke mal, ich werde das morgen nochmal machen, nochmal wiederholen. War echt gut. So, ich laufe jetzt mal so langsam Richtung Hotel zurück. Und wir kommen nämlich jetzt so schön in die Mittagshitze rein. Und das schreit nach Swimmingpool. Mal gucken, was da los ist. Ja, ansonsten echt, hier ist immer irgendwo was, wo man sich hinsetzen kann, Kaffee trinken kann, was essen kann. Alles da. In jeder kleinen Gasse. Super! So, ich habe jetzt auch mal den Swimmingpool gefunden. Sieht gut aus, vor allen Dingen ist es jetzt auch schön im Schatten. Dadurch, dass hier noch Hochhäuser drumherum sind. Das heißt, ich verbrennst du dich erstmal schon mal nicht, das ist schon mal sehr gut.
Ja, dann würde ich einfach sagen, ich flitze mal schnell aufs Zimmer, pack meine Badehose ein und dann geht's los. So, auf geht's zum Nachtmarkt. Ja, es gibt einen coolen, großen Nachtmarkt hier in der Nähe von meinem Hotel. Und es ist eine U-Bahn-Station. Aber da fahre ich jetzt natürlich nicht mit der U-Bahn, ich laufe da zu Fuß. Erstens, weil es jetzt gerade nicht mehr so extrem heiß ist, sehr angenehm ist, hier rumzulaufen. Und zweitens laufe ich sowieso sehr, sehr gerne irgendwie abends oder nachts durch irgendwelche asiatischen Großstädte. Was ist das hier? Da geht auch was ab, aber das ist nicht der Nachtmarkt. So. Gerade noch im 7-Eleven, mir noch einen Eistee geholt. Ja. Gucken wir mal. So, ich glaube, ich muss aber jetzt gleich hier irgendwo abbiegen. Dann muss ich nochmal Google Maps befragen. Ist eigentlich recht einfach. Ich muss tatsächlich nur einmal nach links abbiegen. Und dann muss ich eigentlich nur noch geradeaus laufen. Nur wo das ist, oder bin ich ja schon vorbei? Nee, so weit ist das nicht. Nee. Ich müsste hier nachher kommen. Aber hier in der Ecke war ich tatsächlich heute auch noch gar nicht. Das heißt, ich sehe alles neue Sachen. Ja, die Massage heute hat mir sehr gut getan. Ich fühle mich jetzt auch echt voll entspannt. Heute Nachmittag habe ich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Da habe ich mich noch ein bisschen am Pool gelegt. Muss auch mal sein, ne? So, ich habe gefunden, wo ich abbiegen muss. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch geradeaus zu laufen, dann ist es irgendwann auf der linken Seite. Und hier sehen wir eine klassische asiatische Familie. Auf dem Roller. Mach das in Deutschland, du rufst deinen Lappen für alle Zeiten los. Hier ganz normal. So, mal gucken, ob die mich jetzt hier rüberlassen, jawohl. Ich glaube, ich kann den Nachtmarkt schon in der Ferne erkennen. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich gucke mal. Ja, doch. Ist das hier schon? Ich glaube, nach 50 Meter ist er noch nicht da. Glaube ich. So. Hier ist gut was los. Lecker hier grillt. So mag ich das. Ich glaube, die ganzen Straßenzüge ist hier der Nachtmarkt. Ist jetzt hier so ein klassischer Marktplatz? Ach du Scheiße, wie soll ich denn da drüber kommen? War mit Zebrastreifen. So. Jetzt lernen wir heute mal, wie wir in Südostasien über die Straße gehen. Und zwar, hier ist ein Zebrastreifen. Und das Ganze funktioniert so, hier hält, ich stehe ja jetzt hier in dem Zebrastreifen, ne? Hier hält kein Schwein an. Kein Schwein. Ist den allen egal. Es gibt hier nur eine Regel, wer stehen bleibt, verliert. Deswegen einfach gehen und niemals stehen bleiben. Einfach laufen.
nicht so schwer. Jetzt bin ich los. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, was ich jetzt hier auf dem Nachtmarkt mache, was ich esse, was ich trinke, was ich probiere, was ich hier noch alles sehe, dann machen wir einfach mal kurz und knackig morgen. Von daher sage ich jetzt vielen Dank fürs Zugucken und ja, wenn euch der Tag gefallen hat, Däumchen hoch. Oder einen netten Kommentar. Ja, da freue ich mich immer drüber. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Bye, bye und tschüss.